Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab dir nur ein Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Und dennoch waren sie der Meinung, ich wäre nur ein Assi, der gerne mal die Fassung verliert. Die anderen fragen dich, passt der zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab mich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählt, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, ankomm, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und am Mathe studiert. Damit ich dir besser gefallen ist, als hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so.